Frau Professor Harbeck, der Brustkrebs-Infotag der Frauenkliniken und des Brustzentrums der Universität München zusammen mit Brustkrebs Deutschland hat stattgefunden. Und Sie haben erzählt, was denn nach einem Jahr Corona, mit dem wir alle leben müssen, was ist denn Besonderes in der Brustkrebstherapie und speziell, auf was sollen Patientinnen achten? Was ist wichtig in der Zeit jetzt? Ja, ich denke, wir haben im letzten Jahr einen sehr großen Lernprozess durchgemacht, was die Brustkrebstherapie im Zeitalter einer Pandemie wirklich bedeutet. Und ich kann mich noch gut erinnern, der letzte Patiententag vor einem Jahr war ja unsere letzte öffentliche Veranstaltung. Da kam das dann gerade so, dass Corona begonnen hatte und danach wurden ja alle öffentlichen Aktivitäten sehr schnell eingestellt. Also insofern war das für mich sehr schön zu sehen, dass wir jetzt virtuell in der Lage sind und auch so guten Zuspruch gefunden haben. Also das spricht, dass die Information weiter wichtig bleibt. Jetzt zu Corona. Ich glaube, die beste Nachricht für alle Patienten ist, dass wir am Brustzentrum der LMU in München keinerlei Einschränkungen hatten, was das Angebot an Therapie anging. Und ich glaube, das ist auch was man für die anderen deutschen Brustzentren so sagen kann, dass wir Brustkrebs sehr gut behandeln können, auch im Zeitalter der Pandemie, und dass wir kleine Änderungen machen, zum Teil aus Sorge für die Situation einer bestimmten Patientin, aber vielleicht auch insgesamt, wenn mal eine OP verschoben werden muss oder so. Aber im Prinzip bieten wir das volle Programm an und gerade auch die medikamentösen Therapien, Chemotherapien, wo man so landläufig vielleicht Angst hat, dass das nicht gut geht mit so einer Infektion in der Bevölkerung. Da muss man sagen, dass wir da sehr gute Vorkehrungen treffen. Wir testen das Personal regelmäßig. Das Personal ist ja jetzt auch Anfang 2021 zum größten Teil geimpft worden. Wir testen unsere Patienten regelmäßig. Und das trifft auch für Patienten zu, die wir für operative Therapie aufnehmen. Auch die werden vor der Aufnahme getestet. Das heißt, man muss keine Sorge haben, ins Brustzentrum zu kommen und Therapie machen zu lassen. Wir versuchen das so sicher wie möglich zu machen und bisher sind wir damit auch sehr gut gefahren. Hat sich denn irgendwas verändert, wo ich als Patientin speziell darauf achten muss, wenn ich zu Ihnen komme? Naja, es sind Einschränkungen und da können wir auch unsere Patienten nur um Verständnis bitten. Ich hatte ja gesagt, wir sind in den Tageskliniken sehr vorsichtig, testen viel, Personal ist geimpft, aber wir bitten natürlich auch seit Beginn der Pandemie darum, dass man Begleitpersonen zu Hause lässt. Ich verstehe, dass das im Einzelfall sehr schwierig ist und wir versuchen das natürlich möglich zu machen oder müssen es möglich machen für Patienten mit eingeschränkter Mobilität, Patienten, die eine Übersetzung brauchen. Das ist selbstverständlich, dass hier der Übersetzerin mit dazu kam. Aber ansonsten bitten wir um Verständnis, dass für die regulären Therapien keine Begleitpersonen ins Haus kommen. Und ich denke, das werden andere Zentren ähnlich handhaben, wenn es um lebensentscheidende Gespräche geht, weil zum Beispiel eine neue Erkrankung diagnostiziert wurde. Da versuchen wir, das möglich zu machen, dass Begleitpersonen dazukommen, wenn nicht in Person, dann vielleicht virtuell mit dem Handy auf dem Besprechungstisch. Also wir versuchen da kreativ zu sein, aber da kann ich nur um Verständnis bitten. Und wie ich schon gesagt habe, bisher sind wir sehr gut gefahren mit dieser sehr strengen Politik, was Begleitpersonen angeht. Und alle Patienten tragen das mit, weil das ja auch zur Sicherheit von allen beiträgt. Und ansonsten, was Sie gefragt haben mit dem, was kann ich sonst machen? Ich glaube generell, was wir ja immer sagen, ein gesunder Lebensstil, versuchen, sich gut zu ernähren, Bewegung, Sport und Bewegung. Ich glaube, das war nie wichtiger als jetzt in der Pandemie, wo wir alle zu Hause quasi eingesperrt waren und auch durch die Kinder viele ja wenig aus dem Haus konnten und dass man da einfach versucht, diese Dinge nicht zu kurz kommen zu lassen. Und Bewegung und an die frische Luft gehen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. ist ja jetzt auch ein bisschen freundlicher, nachdem langsam der Frühling kommt und es etwas wärmer wird, wird das bestimmt auch mehr genutzt werden als Möglichkeit. Lassen Sie uns doch auch noch mal über die Covid-Impfung sprechen. Ich meine, da gibt es ja rauf und runter in der Presse alles Mögliche, auch Impfungen, die vorgezogen werden und andere, die abgelehnt werden. Wie schaut es denn als Brustkrebspatientin unter akuter Therapie aus? Kann ich mich da impfen lassen? Ja, also generell gilt, wir empfehlen die Impfung eigentlich für all unsere Patienten, sei es die, die wir vor 10 Jahren behandelt haben oder die, die wir akut behandeln. Es ist so, dass die Verantwortung für die Impfungen haben ja die Länder in Deutschland übernommen. Und ich bin sicher, jetzt schauen uns ja auch Patientinnen vielleicht aus anderen Bundesländern zu. Also man muss sich anmelden dort, wo es im eigenen Land Usus ist. In Bayern ist es eine Webseite, auf der man sich registrieren lassen kann. Da kann man dann auch angeben, dass man Krebspatient ist. Und wir empfehlen auch unseren Patienten, dass sie vielleicht eine Dokumentation, sei es einen aktuellen Arztbrief oder sowas, mitbringen. Patienten, die in der Nachsorge sind, noch Antihormontherapie nehmen, die müssen nicht dafür nochmal ihr Brustzentrum aufsuchen. Das geht über die ganz normalen Wege in dem Bundesland, wo sie wohnen. Patienten, die unter Therapie sind, sollten das mit ihren therapierenden Ärzten absprechen. Wir beraten unsere Patienten diesbezüglich und ich würde auf jeden Fall immer auch unter Therapie zur Impfung raten. Es kann sein, dass wir mal einen Zyklus dann etwas verschieben müssen, weil vielleicht bei der Impfung so ein bisschen grippale Beschwerden auftreten oder so. Das muss man im Einzelfall dann gucken. Und vielleicht noch wichtig, dass man mit dem Hausarzt nochmal bespricht, wenn man eine allergische Disposition hat, vielleicht, ob es eine der Impfungen, es gibt ja im Moment mehrere, die in Deutschland angeboten werden, vielleicht nicht so geeignet ist. Aber das ist auch was, wo das Brustzentrum wenig helfen kann. Das muss man dann zur Not mit dem Hausarzt oder auch mit dem Arzt nochmal direkt im Impfzentrum besprechen, wenn da eine schwere allergische Disposition zum Beispiel vorliegt. Aber generell glaube ich, Impfung ist immer besser als natürlich nicht zu impfen, aber auch es gibt keine richtige Vorbeugung. Also wir können jetzt nicht vorbeugend irgendwelche Medikamente einnehmen. Auch unter der Krebstherapie würden wir nicht anders mit den Begleitmedikationen umgehen als sonst. Insofern ist die Impfung, glaube ich, schon das Einzige, wie wir diese Pandemie gut in den Griff bekommen können und auch unsere Patientinnen schützen können. Wie schaut es denn aus, wenn ich mich impfen lasse? Keines der Präparate hat ja 100%, dass ich also 100% gesichert bin. Schaut es denn wenigstens dann mit den Verläufen der Erkrankung, wenn ich mich denn infiziert habe, anders aus? Ja, also die Impfung schützt nicht zu 100% vor einer Covid-Infektion. Aber wir hören ja immer mehr auch gute Nachrichten, dass die Impfstoffe, die jetzt in Deutschland angeboten werden, auch diese Mutationen des Virus auch davor schützen. Und wenn man sich ansteckt, schützen die Impfungen zu weit über 90% vor einem schweren Verlauf. Und das ist ja das, wovor wir alle Angst haben und natürlich insbesondere auch für die uns anvertrauten Patientinnen Angst haben. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, sich auch während einer Therapie impfen zu lassen, um einfach hier auf Nummer sicher zu gehen. Und wenn man eine Infektion, eine Covid-Infektion bekommt, auch das ist ja bei Brustkrebs anders als zum Beispiel bei anderen Tumorerkrankungen, dann gibt es, also ich kann es mir kaum vorstellen, in ganz, ganz seltenen Fällen nur eine Therapie, die man nicht auch mal unterbrechen kann, ohne dass die Krebserkrankung da jetzt ganz stark fortschreitet. Also dann wäre einfach, dass man das Brustzentrum informiert, dass ein Covid-Test positiv war und dann hat jedes Zentrum so seine eigene Vorgehensweise. Aber ganz wichtig ist dann, wenn man Tablettentherapie zum Beispiel nimmt, CDK4-6-Inhibitor, PARP-Inhibitor, die onkologische Therapie absetzen während einer akuten Covid-Infektion. Ein Punkt noch für die Nachsorge, wenn eine Bildgebung angesagt ist oder auch in der metastasierten Situation. So eine Impfung verändert ja meine Lymphknoten, wissen wir ja, zumindest für eine gewisse Zeit. Muss ich da den Arzt nur darauf hinweisen oder sollte ich in der Zeit keine Bildgebung machen, kurz nach einer Impfung? Also ich würde, wenn es irgendwie geht und nicht was ganz Wichtiges getestet werden muss, zumindest nicht so eine globale Impfung wie ein PCT machen, weil das wissen wir schon von unseren Grippeschutzimpfungen, dass dann Lymphknoten schwellen können. Da macht man sich furchtbar Sorgen und man erfährt dann, dass eine Patientin am Tag vorher bei der Grippeimpfung war. Also das ist ein sehr wichtiger Hinweis, das würde ich verschieben, wenn akut wegen Verdacht auf Lungenentzündung oder sowas eine Bildgebung notwendig ist. Das ist ja was anderes. Aber diese routinemäßigen, jetzt gucken wir mal, wie die Therapie wirkt, das kann man in der Regel auch mal 2-3 Monate verschieben, damit man da sicher geht, dass hier keine falsch positive Bildgebung ist, die dann alle nur erschreckt und im Grunde eine ganz einfache Erklärung hat. Wir hoffen alle, dass Covid-19 oder Corona, wie auch immer wir es nennen wollen, diese Pandemie zumindest, sagen wir mal, in einen so leichten Verlauf kommen wird, dass es keine Pandemie mehr ist und dass immer weniger Menschen einen schweren Verlauf haben. Vielen lieben Dank, Frau Professor Harbeck, für die Klärung zur Impfung und zur Therapie während Covid-19. Dankeschön. Gerne.